hoffe, der Gewinn, den ich dann aus dem Kampf mitnehme, ist dann größer. So, das war schon mal Nummer 1. Viermal Sichel, sehr schön. Genau, das gibt ja auch viele Sichel. Gar nicht schlecht. Den ersten von 5 Kämpfen habt ihr also bestanden. Habt ihr ja noch genug Kraft weiter? Das war ja sicher. Soldat. Magie, Wasser auf den. Das fand ich schon mal gut. Sehr schön. Ich hoffe, es sind dann insgesamt 8 in der Zahl. Bisher sind es also 3, ne? Insgesamt gewesen im Turm. Ja. Der Kampf war Nummer 2. Ich sehe, ihr habt einiges auf dem Kasten. Jetzt wird es etwas schwerer, aber ich schaue es weiter mal. Ja, sicher! So, Magie. Wasser auf den Ork-Magier. Und wieder auf den Ork-Magier. Warum ist er noch da? Wie viel AP hat er denn noch? Ja, 19, ich glaub's auch. Komm, dann mach ich mal so. Wie wäre es denn damit? So, der Geistertrick, der müsste doch jetzt schon vorbei sein, ne? Ja. Ende Gelände. So, jetzt mal der Doppelhieb und dann ist auch hier Schluss mit. Oder der Doppelkick, das ist natürlich noch besser. Macht noch mehr Schaden. Und wieder 7 sich. Oh, das geht. Oh, ja. Okay, das gefällt mir mit den Türmen hier, dass man da so richtig viel Belohnung kommt. Ihr seid nicht klein zu kriegen, was? Ihr kommt die Spitze, ist so näher. Seid ihr bereit für den vorletzten Kampf? So, jetzt muss ich überlegen. Das waren jetzt auch wieder. Also ein Ork, zwei Orks. Dann hatten wir schon 5 Orks insgesamt. 6, 7, 8. Okay, das sind dann jetzt 8 insgesamt, aber. Okay, das ist das leider mehr als 8 in dem Turm, ne? Das ist natürlich dann doch nicht so toll. So, jetzt mache ich den weg. Mit Wasser spritzt sich den quasi vom Turm runter. Tschüss! Gut, das könnt ihr euch machen, weil mit euch greife ich sowieso nur physisch an. Nehme ich erstmal ein Löwenherz. Ah, okay, die greifen schon. Oder die Schlangen her dazu. Jawoll! Jetzt heißt es 1 gegen 1, mein Freund. Und jetzt kann ich nochmal den Doppelkick machen, dann war es das auch hier. Jawoll! 11 Sicheln! Wow, ihr seid weitergekommen. Nur noch ein einziger Kampf trennt euch vom Sieg. Hier müsst ihr nochmal alles geben. Seid ihr bereit für das Finale? Kämpfen! Ach, lächerlich. 3 Bogenschützen. Haben wir aber mehrfach versprochen hier vom Endkampf. Lächerlich, lächerlich. So, Wasser. Jetzt der Double Kick! Und sah sonst nur noch zu zweit. Ja, guckt ihr was? So, dann. Ganz ehrlich, ich werde jetzt hier nur mit Fassbomben um mich werfen. Oder mit Triebomben, weil.
Ne? Das ist doch... Das lohnt sich ja hier richtig. Bin ich hier, wo dann? Oh, der läuft so komplett einweg. Alter. Ich muss nochmal ein Bier süppeln. So, jetzt kann ich doch noch mit Doppeldingsbums an. Doppelkick und so. Das lohnt sich ja jetzt wieder auch total. Oh nee. Oh, der ist ja immer noch da. Okay, jetzt hab ich Glück. Uiuiui. Okay, aber das macht ja schön zäh die Gegner, muss man schon sagen. So, wie viel hat er jetzt noch? 50, oh man. Ah, komm, Nitribombe auf, wenn es ein bisschen verschwendet ist, aber ich glaube, sonst brauche ich einfach nicht genug Schaden hier. Mit den anderen Angriffen. Und dann kommt hier noch der Pfeilhagel. Elfmal Sichel. Und ich habe den Turm geschafft. Ich bin beeindruckt. Ihr habt alle 5 Kämpfe mit Frau Burgermeister. Ich werde euren Namen in der Oberstelle eintragen. Fähigkeiten sind bemerkenswert. Als Zeichen meiner Anerkennung schenke ich euch jeweils 3 Pulverfässer und 3 Mischungen. Ja, cool. Du hast ja viel ausgeglichen. Finde ich gut. Ach so, man kann das öfter. Ja, okay. Das ist. Okay, okay. Die Idee finde ich cool. Dass man dann so irgendwie besser da an die Sicheln kommt und so und schneller. Das finde ich wirklich gut. Ja gut, Nachteil ist halt, dass man dafür 250 Gold blechen muss, aber gut, das gibt natürlich auch wieder was zurück, ne, an Gold. Aber bin ich froh, dass ich das Schwert ausgerüstet hatte, ne, weil ich glaube, sonst wäre das noch schwieriger geworden. Da haben wir jetzt hier ganz schön viele Sicheln, ne, dann können wir doch hier richtig kräftig, wow! Nahrung farmen. Okay, das finde ich tatsächlich cool. Mit den Türmen. Ja, ich hoffe, dasselbe gibt es dann auch, ja, für andere Sachen noch, ne? Für Zwerge zum Beispiel. Das war tatsächlich eine gute Idee, sowas einzubauen. Ja, jetzt brauchen wir, glaube ich, tatsächlich diese ganzen Banditen. Ja. Oh, ganz ehrlich, diese Adrenalin-Dinger, ich glaube, zumindest 2 davon werde ich verkaufen, weil so komme ich jetzt schneller an Gold. Da muss ich nicht so lange grinden hier auch. Karawane. Also halt! Dorfbewohner, ganz wichtig. Ja, wo sind denn jetzt die Los Bandidos? Wie gesagt, um Nahrung an sich mache ich mir erstmal keine Sorgen. Aber jetzt brauche ich jetzt mal ein paar Banditen, ne? Aber die kommen wir, glaube ich, nicht so schnell. Ja gut, hier kann ich natürlich noch ein paar Holzfäller ausbilden. Ja komm, das reicht jetzt auch an Holzfäller, würde ich sagen. Endgültig. Jetzt will ich tatsächlich nur dafür für die anderen sparen, die dann noch dann neu dazukommen werden. Erstmal. Und so brauchen wir definitiv auch nicht. So, aber hier sollten dann gleich die Banditen kommen. Ne? So, aber jetzt mal hier nochmal.
denn wir brauchen das Holz. Das ist eigentlich das, was wir erstmal dringend brauchen, bevor wir fixieren müssen. Und dann sind da ja noch diese 2000 Gold, ne? Wo wir dann die Karawane kaufen können. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Holz wir noch brauchen dafür das eine Ding. Wasser. Schatten wollte ich machen. Jawohl! Okay. 1770 Gold. Wir kommen der Sache schon näher. So, noch mehr Dorfbewohner. So, genau, hier ist das. Okay, wir brauchen noch 5 Stück. So, hatten wir schon. Ah, gut, jetzt ist wieder hier. Müssen wir jetzt ein bisschen wieder warten auf die Demo und so. Aber ich gucke gerade, ob wir sonst noch eventuell hier was machen können. Aber sieht tatsächlich nicht so aus. Ja, gut. Dann müssen wir tatsächlich nochmal zum Schluss jetzt auf die Bandidos warten. Laufen einfach ein bisschen hin und her. Damit die Zeit vergeht. Und dann noch einen Banditentrupp herausfordern. Dann die Dorfbewohner. Und dann können wir das Ding da auch schon bauen. So, wunderbar. So, Magie, Schatten. Magie, Schatten. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen Dorfbewohner abholen und dann noch ein bisschen Holz fällen. Wie viel Gold haben wir? Fehlt immer noch ein bisschen zu den 2000. So, jetzt haben wir doch genug. Ja gut, ein bisschen sicher können wir noch hier benutzen. So. Jawoll! Reputation 225 gestiegen. Sehr schön macht das jetzt, glaube ich, nicht aus, ne? Was das hier angeht. Nur 3 Stück. Mal schauen, wie viel das kostet. 500. Okay, das ist gar nicht mal so wenig. 275. Könnte man drüber reden. Ja, Pulverfass, das ist natürlich auch recht wertvoll. Ganz ehrlich, ich glaube, eine kann ich bekommen, weil ich will jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel grinden hier. Und ich will nicht hier das Ding da, die Karawane kaufen. Hehehe, ja. So. Danke, ich werde mich auf den Weg machen, aber eine gute Reise. Oh. Hat sogar eine ganz eigene Musik. Die Karawane. So, jetzt aber habe ich noch vor, ein paar Minenarbeiter. So, 10 Stück sollten doch eigentlich reichen, würde ich sagen. Achso, wir haben keine Hammer, das ist natürlich nicht so toll.
kommen wir denn nochmal das Erz her? Ah ja. Okay, wir haben keine Äxte. Ah ja, ich soll vielleicht mal wieder speichern. So, da haben wir hier sogar wieder ein bisschen was Neues. Ich kann euch Sensemann lehren. Achso, das ist das. Ja, gut. Ich komme drauf zurück. Wir gucken auf die Zwerge. Hahaha. Ja, eventuell gleich. Okay, das ist mal nix. Erstmal sehe ich mich hier soweit um. Ruinen, untersuchen, Adrenalin, viermal Stein, einmal Erz, einmal Axt, finde ich klasse. Okay, da ist eine Armee. Hey, was hast du unsere Seele verloren? Tschüss. Tschüss. Erstmal Dorfbewohner abholen, bevor ich es vergesse. Ach, die sind wie kann man ohne Karawane bestreiten, okay. So. So, da haben wir wieder ein bisschen Erz. Und da war wieder ein paar Los Bandidos. Die brauchen wir natürlich auch. Und dann können wir uns erstmal um die Zwergsiedlungen danach, würde ich sagen. So schon. Okay, er verliert die Balance. Der ist immer noch da. Nein! Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass man die vielleicht jetzt noch nicht unbedingt besiegen kann. Ich werde jetzt auch keine Heilung dafür, glaube ich, verschwenden, weil, nee, das wäre es mir dann doch nicht wert. Irgendwie. Nee, ich glaube, das könnte tatsächlich nichts werden erstmal. Zumal ich sowieso nichts habe, um mich zu heilen, aber egal. Weiß Bescheid. Hat er noch keine Chance gegen die? Ja, gut, theoretisch schon, aber. Gebe ich auf, ihr schafft das! Natürlich schaffe ich das. Ich wollte ja nur mal gucken, was passiert. Wie kannst du es wagen? Und sobald würde ich diese Vergehen hängen lassen, wollte ich mal sterben. Unwahrscheinlich. Das spritzen. Dann wird es Zeit für mal angriffen. Aber nichts geht über einen Treffer. Oh, oh, oh. Da muss ich mal ein bisschen warten. Ja, gut. Jetzt fällt diese Siedlungen, die sind ja schon kein Problem. Und ich bin Stufe 8. So, Diebstahl. Alles nehme natürlich. Achso. Diebstahl.
Was ist denn das? Drachenornament, ein goldenes Ornament, das ist ein Stärke nach eingraviert. Gönne ich mir. So, erstmal der normale Angriff. Ah, ich das halt im Prinzip genau dasselbe Kampf wie vorhin. Ja. Oh ja, kritisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Omelette irgendwie, ja, mehr Stärke gibt oder so. So, auf alle Fälle können wir dann nochmal umgehen. Magie mit Wasser anders spritzen. So. Ja, ja, und wie komme ich jetzt in der kritische Mann? Kommt mir bekannt vor. Wie wäre es? Achso, der hat jetzt die Def, dann halt mit Wasser erstmal. Spritzen. Und das Ganze noch einmal. Und dann greifen wir. Ja, toll. Greifen wir mit Doppelkick an. So. Schön. So, was haben wir denn da noch alles Schönes? Dreimal Bier, viermal Pulverfass, Mitronenbombe und drei Doppelhunde sogar. Das ist doch klasse. Und was haben wir hier? Ach, es gibt sogar noch das Betrilschwert. Wenn ich das mal vorher gewusst hätte. Tja, vielleicht soll ich tatsächlich ein bisschen was verkaufen. Verteidigung wäre natürlich auch nicht verkehrt, aber... Ja gut, doch klar. Ausrüstung. So, guck. Und jetzt kann ich bei dem einen davon was verkaufen. Nehme ich das Eisenschwert. 600, also siehst du, da haben wir doch schon wieder was. Ja doch. Moment. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ausrüstung. Ja, guck, dann kann ich das Harpien aber rein gewissens verkaufen. Das Sachenornament ist ja, ja nämlich noch besser. Ja, wunderbar. Finde ich gut. So. Dann haben wir halt direkt noch mehr Geld. Vielleicht, ja, ein Pulverfass kann ich mir auch noch verkaufen. Weil so oft, weiß ich, habe ich jetzt tatsächlich nicht benutzt, da in dem damaligen Run. Da haben wir schon wieder über 2000. Das ist auch schon mal sehr gut. Und da kann ich mir auch locker da das eine Schwert nochmal kaufen. So, Mithril-Schwert. Dann kann ich nämlich das jetzt ausrüsten. Und auch das hier ausrüsten. Ja gut, Schild und Helm, da müssen wir nochmal später schauen. Weiß ich jetzt gar nicht. Wie sieht es denn mit den anderen Sachen aus? War ja noch irgendwie ein Gebäude, meine ich, was wir noch bauen konnten. So, nächstes Mal tatsächlich auch keine Sichel mehr. Ne, davon aber, von den Mitarbeitern noch auch genug, aber... War da nicht noch irgendwo ein Gebäude, was wir bauen mussten? Ach, da war das doch, Mensch, gerade. Schmiede. Wir haben... Okay, okay. Wir brauchen Äxte. Wir brauchen viel Äxte. Sonst haben wir jetzt alles schon. Weil Äxte haben wir, glaube ich, momentan gar nicht, ne? Doch, drei. Ja gut, aber...
ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Ja, da war ja was. Ja gut, aber die bekommen wir dann auf jeden Fall von den Banditen da. So.